Hier siehst du, wie man die Sprache bei Agent Cubes ändern kann und wie man eine neue Welt erstellen kann. Zuerst einmal klicken wir hier oben auf den Button, dann können wir Agent Cubes auf Deutsch stellen. Dann gehen wir auf Welt, klicken auf Welt hinzufügen. Dann können wir unsere Welt benennen. Wir nennen sie jetzt Waldbrand. Dann können wir die Anzahl der Zeilen festlegen, dann nehmen wir 15 und dann noch die Anzahl der Spalten, dann nehmen wir 30 und dann können wir die neue Welt erstellen.